Wie können wir mit Learner2Go am besten trainieren? Das sehen wir uns jetzt einmal an. Doch vorher gehen wir einmal in die Settings und sehen uns die verschiedenen Interfaces an. Wir können grundsätzlich das Ganze in Englisch, Deutsch und Spanisch verwenden. Und wer sucht sich das Interface heraus, das der Muttersprache entspricht? Wir bleiben aber jetzt einfach mal bei Englisch. Jetzt haben wir hier drei Knöpfe. Einmal die Einstellungen, ganz unten die Vokabeln und oben das Training. Ums Training geht es. Hier haben wir eine Beispielliste, die aus fünf Vokabeln besteht oder fünf Vokabellisten besteht, einmal für Deutsch und Englisch. Die können wir einmal im Zufallsmodus abspielen oder einmal im Standardmodus. Und hier geht es auch schon los. Das ist die Multiple-Choice-Aufgabe. Oben mit der deutschen Vokabel und unten die drei englischen Vokabeln. Jeweils mit Sprachausgabe. Cat, Bird, Dog, Hund. So, der Modus kann ebenfalls noch gewählt werden. Wir können hier beispielsweise umstellen auf den Single-Modus. Dann werden die Vokabeln einzeln angezeigt, die natürlich auch gewendet werden können, um dann die Lösung angezeigt werden kann. Und es kann gespeichert werden, um dadurch wieder eine neue Liste zu erstellen. Gehen wir wieder einen zurück und starten das noch einmal und stellen den Modus wieder um auf Multiple Choice. Wir können die Reihenfolge hier ändern, indem oben nicht mehr die deutsche, sondern jetzt die englische Vokabel steht und unten die deutschen Vokabeln. Wir können auch den Rest speichern, indem wir praktisch erstmal eine beantworten und dann ja, haben wir beispielsweise keine Zeit mehr und jetzt speichern wir die restliche Liste und schon haben wir die restliche Liste da gespeichert. Und damit haben wir im Prinzip alles besprochen, wie man die Vokabeln in dem Vokabeltrainer lernen kann.